was du sagst, ist ein wirklicher Spaß. Ich fühle mich ganz gut, wenn ich irgendwie hier sitze und nachts Lieder mache, ja, sagen wir von Mitternacht bis 6 in der Früh, dann ist das Lied fertig. Ich hoch sowieso. So sag ich mir dann vielleicht, mach mal 3-4 Lieder pro Woche und die restlichen Abende geht mal aus oder bleibt aus und schaut fern. Wollten Sie mir eigentlich Bescheid geben, dass Sie den Fürsten verlassen? Wer sagt denn, dass ich das tue? Leonhard. Ich habe die letzten 2 Alben fast alle Lieder hier geschrieben, ein paar auch in Hirschstetten und ein paar in Hotelzimmern. Ich liebe es auch in Hotelzimmern zu schreiben, aber komme selten dazu, weil ich dann eher schlafen möchte, wenn ich im Hotelzimmer bin. Weil die Luft viel zu heiß ist. Ich habe das erste Album Bäume in 3 Monaten mit Akustikgitarre geschrieben, so wie ich meistens Lieder schreibe. Und das zweite Album Träume habe ich 1 Monat später in 3 Monaten geschrieben, mit der E-Gitarre und anderen Absichten auch irgendwie. Ich wollte eher musikalisch vielleicht ein bisschen was auch ausprobieren, was ich bis jetzt seltener machte, wie zum Beispiel Refrains oder so. Ich bin ja eher der Strophentyp. Länder, Hände, Essen und den Himmel panieren. Also ich komme aus dem 22. und es wird immer meine Heimat bleiben. Auch wenn ich schief angeschaut werde im 22., dass ich im 2. wohne von ein paar Bekannten. Weil viele bleiben dann immer im 22. und können es gar nicht verstehen, wie man über die Donau ziehen kann. Das ist eine eigene Mentalität dort. Aber ich mag den 2. gern. Ich meine, der Prater ist wunderschön und die Donauinsel ist auch gleich da. Und ich bin ja eigentlich auch gleich im 22. muss nur über die Brücke gehen. Die Trockenheit von Steak. Es sind wahrscheinlich 10 Jahre her, dass ich meine ersten Lieder geschrieben habe. Aus Neugierde wahrscheinlich, weil es mich interessiert hat, wie das funktioniert, weil ich damals sehr viel Musik gehört habe und dahinter kommen wollte, wie man so etwas macht. Ich habe zum Beispiel das erste Syd Barrett Solo-Album gehört, Madcap Loves, und habe gedacht, so schwer kann das ja nicht sein. Er spielt 3 Akkorde mit der Akustikgitarre, die aus dem Rhythmus kommt. Und es ist trotzdem ein geniales Album. Und eigentlich habe ich von Syd Barrett Gitarre spielen gelernt, kann man sagen. Also von dem Syd Barrett, der schon wahnsinnig war. Ja. Und das war immer eigentlich mein Sound, kann man sagen, ja. Immer dieses leicht verstimmte, leicht daneben, aber doch auf den Punkt kommende. Du kommst halt viel zu spät zu dem Treffen im Donauplatz. Wir haben gesagt 6:30 und du kommst 10:00. Und ich verschlaf den Tag. Ich wach einfach nicht auf. Ich habe eine Probe verschlafen und das Radfahren den See. Und dann bin ich 3 Nächte wach und schreibe ein Lied über Blut. Und du sagst, wir brauchen Ruhe, Geduld und meine Seele.
viel zu riskant. Ich wollte immer Nationaltorwart werden und auch international spielen. Die ganze Fantasie und der halbe Verstand. Wir vergessen unsere Jacken, Taschen, Handys, aber niemals unseren Film. Und wir müssen die Zeit halt mitbegründen, weil viel zu vieles so viel anders sein muss. Aber das haben wir schon gestern gewusst. Was du sagst, ist so unheimlich wahr. Ich hab es mit Lügen probiert und mit Sprüngen aufs Eis. Nur keine Angst, es ist ja alles nicht ganz. Du sagst, du hast Idiotie und ich sag, ich hasse Neid. Und je öfter wir uns fertig machen, desto mehr oder weniger sind wir bereit. Es ist hart, es ist schwer, aber eigentlich auch leicht. Es kommen manchmal Nächte von giftigen Herzen verseucht. Die Blicke zweifeln an der Echtheit, wenn man seinen Augen nicht traut. Und es kommen manchmal Reisen, in denen ich bestimmt nichts buch. Es ist ja wirklich nur das Fahren allermeistens, es ist ja wirklich nur die Flucht. Aber irgendwann, ich glaub, das könnte schon sein werden, wir einfach zu Hause bleiben mit Kindern, Katzen und einem Garten, in dem wir wachsen. Mein Gott, ich mache so viel Unsinn auch. Ich habe einen Laptop voller Geräusche, kann man sagen, die ich nie veröffentlichen werde, weil sie keiner hören kann und ich will sie mir auch nicht anhören.